So, guten Morgen. Wir haben gerade eine Räumung im Gerichtsvollzieher gehabt von der Wohnung hier. Wir befinden uns im Dachgeschoss, Etagenwohnung, wie man sehen kann. Ich komme gleich nochmal darauf, warum das so wichtig ist. Im Dachgeschoss bei Etagenwohnung habe ich immer ein paar Sondereffekte. So, was ist das Schlimmste für einen Eigentümer? Ein Mieter, der gar keine Miete zahlt und geräumt werden muss. Den hat man gerade in den Fall. Der war 6 Monate hier drin. Hat, ich glaube, nicht mal die Kaution hinterlegt. Wir haben den Verwaltungsaufwand erst später gekriegt. So, gehen wir mal kurz durch. Ich erzähle mal vielleicht ein paar Sachen zwischendurch. Also, wie sich natürlich gehört, für eine Zwangsräumung Müll und alles, was man halt nicht gebrauchen kann, wird da gelassen. Wir sind gerade in der Küche. Das Schöne ist hier wenigstens, der Kühlschrank ist nicht mehr da. Auch vielleicht ein guter Hinweis, Kühlschrank niemals öffnen. Lass den zu, lass den direkt verschlossen entfernen, wenn die 3, 4 Wochen, 5 Wochen ohne Strom da sind. Am besten im Hochsommer, das ist schon sehr unangenehm, den Geruch aus der Nase rauszukriegen, das dauert ein paar Stunden. So, genau, da hinten stand mal die Küche, irgendwie haben wir jetzt so was Spannendes eingemacht. Ich weiß nicht, sieht aus wie eine Wohnzimmerwand, dahinter sind auch irgendwelche Möbelkartons. Ja, kann man immer nicht ganz verstehen, wobei auch da allgemein hier war ein Haushalt, da sieht man da Müll. Mit 2 Kindern verstehe ich auch niemals, warum man sowas so weit kommen lässt. Jugendamt war natürlich auch dabei. Jugendamt kommt immer mit, wenn es Kinder im Haushalt gibt unter 18. Hier gibt es, glaube ich, einen Säugling und ich glaube, ein 6-jähriges Kind, einen Jungen. Ja, verstehe ich nicht. Es gibt so viele Ämter. Es gibt in Deutschland überhaupt keine Not. Aber anderes Thema. Was haben wir hier? Ein bisschen Tapete abgerissen von den Wänden, wobei die haben diese doofen Tapeten auch draufgeklebt auf die Rauffaser. Die müssten eh runter. Nur natürlich, wie es sich gehört, hat man da bei den vernünftigen Rauffaser beschädigt. Ne? Ja, so, Badezimmer sieht eigentlich recht gut aus, eigentlich der schönste Raum. Keine kaputten Fliesen, keine kaputte Dusche, Echtglasdusche nicht beschädigt. Hat man auch nicht immer dabei. Ne? Alles noch daran, alles so wie es sein sollte. Ja, ein bisschen Spielunterziehung von den Kindern und sowas. Alles soweit okay. So, gehen wir weiter zum Kinderzimmer. Hier gibt es so ein Etagenbett, Hochbett, ich weiß nicht, wahrscheinlich war das ein Bett und so ein Schrank dabei integriert. Den haben die mal eben angefangen zu zerlegen, aber anscheinend nicht zu Ende gebracht. So. Was haben wir noch hier? Fenster war offen, wie man schon an den Laufspuren sieht. Es regnet gerade. Ich weiß nicht, wie lange schon das Fenster hier offen stand oder wie lange die weg sind. Das ist immer das Blöde dabei, dass die Leute oft noch größere Schäden anrichten mit dem, was sie noch tun. Es reicht, dass sie keine Miete zahlen, dass sie den Eigentümer prellen. Die müssen noch mehr beschädigen. Ja, Schrank wurde auch am Anfang so zerlegt. Witzig ist, achtet mal oben auf die Schrauben. Die wurden schon vorbereitet zum Abbau. Das komme ich dazu. Ja, dann bist du natürlich weiter zugehört zu solchen Assis. Tür. Achso, ich fand zuerst, die Wohnung ist, glaube ich, vor 6 Monaten komplett saniert worden. Ne? Wie sich gehört, ist überall Aufkleber drauf, alle Türen sind beschädigt, alle Türblätter sehen aus. Da vorne, der ist ganz kaputt. Da ist ein Loch drin. Gehen wir weiter. Wohnzimmer, wo wir bei Tür waren, auch hier. Ne? Diese schönen, wobei das hier ist so Moosgummi, das wird noch wahrscheinlich abgehen. Wahrscheinlich auch ohne Rückstände entfernen lassen. Muss man mal schauen. Wieder diese schöne Tapete, wie wir da eh runterkommen. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Anstrich auskommen, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, müssen wir ein bisschen mehr machen. Ansonsten, ja, Laminat sieht eigentlich ganz okay aus. Sieht aus dem Fenster, aus dem Dachgeschoss. Hier ist ein bisschen schräg dabei. Vielleicht kurz 2 Worte zum Dachgeschoss. Es ist so, wenn als Eigentümer ein Mieter seiner Hauptschuld nicht nachkommt, sprich der Miete oder der Mietzahlung, dann kann man schon mal verärgert sein. Dazu kommt noch, dass man als Eigentümer ja noch die Betriebskosten ja vorauszahlt. Und das könnte Begehrlichkeiten wecken, dass man die vielleicht runterschraubt. Im Dachgeschoss habe ich den Vorteil, wenn ich den, wie soll ich sagen, ich habe eine Zentralheizungsanlage. Die hat einen bestimmten Druck, in der Regel mit 2,2 Bar, wenn die beheizt oder befüllt. Wenn ich den Druck absenke auf 1,7, 1,6, dann fällt der Pegel von oben ein bisschen runter. Damit kann man sicherstellen, dass die Erdgeschoss, erste, zweite und dritte Etage komplett beheizt werden, aber aufgrund des Niederdrucks vielleicht nicht bis zum Dachgeschoss ausreichen könnte.
Und eventuell kann das sein, dass in einer Saison, wo man heizen muss, ein Mieter dadurch oder vielleicht schneller dazu bewegt wird, die Räumlichkeiten zu verlassen, weil es vielleicht unangenehm sein könnte, wenn es Minus gerade draußen gibt und man keine Heizung hat, weil die Heizung halt nicht genug Druck hat. Das ist so eine Sache, was man immer überlegen kann, wenn ich halt Etagenwohnung im Dachgeschoss habe. Ist so eine Idee. Andere ist dabei, was wir hier auch haben. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass wir es gemacht haben. Wir haben hier Wasserzähler, die extra abzustellen sind, einzeln abzustellen sind. Die kann man abstellen und man kann eventuell auch den Hahn abdrehen. Man kann danach, in der Mitte ist so eine kleine Schraube, man kann die Schraube rausnehmen, einen Griff abnehmen, Schraube draufdrehen. Das kann auch dazu oft helfen, dass eventuell die Mieter, die nicht zahlen, dazu animiert werden, vielleicht früher zu gehen. Weil ohne Heizung und ohne fließend Wasser kann das schon sehr, sehr unangenehm in der Wohnung werden. Nur so eine Idee, kleiner Hinweis, natürlich kein Vorschlag oder ähnliches dabei, wobei ich es euch verstehen würde, wenn ein Eigentümer auf solche Ideen käme. Ne? Wir gehen jetzt mal hoch, das Schlafzimmer ist nämlich oben. Ich guck mal, dass ich jetzt direkt hochgehe, ohne runterzufallen. Eigentlich sehr schön gemacht hier die Wohnung, auch schön hell, wie man sehen kann. So, was wir hier wieder haben ist, die haben das Bett nicht abgebaut oder nicht abgebaut gekriegt oder nicht schnell genug gekriegt. Bisschen an Utensilien, ich weiß nicht, ob in den Kartons noch was drin ist. Kann ich gar nicht sagen. Ich kann mal kurz einen mal gucken, ob wir einen aufkriegen. Hier sind zum Beispiel welche. Oh, da sind Möbel drin. Die haben Gewicht. Oh, da hat der Eigentümer. Kann jetzt auf jeden Fall Möbel. Die hatten noch vor, die sind anscheinend gar nicht eingezogen hier richtig, bevor die schon wieder raus sind. Ja, was habe ich hier? Eine Sache, die ich noch nicht ganz gesehen habe, was das hier sein könnte. Ich vermute, das ist, sieht so aus, als wenn das abgekratzt wäre, wenn die irgendwas spitzen Gegenstand entlang geschraubt werden. Natürlich, wie sich so was gehört, schön in den Holzrahmen rein. Ja, ansonsten habe ich hier noch gerade gesehen. Wir haben hier. Natürlich, wie es gehört, für frisch sanierte Wohnungen. Ständerwerk dahinter isoliert, ist beschädigt worden, wahrscheinlich beim Ausbau oder beim Runtertragen hier auch angeeckt, weil ich ja sonst den Winkel nicht hinkriege mit der Treppe. Die Treppe befindet sich nämlich direkt hier. Das heißt, wahrscheinlich in dem Zuge mit. Aber ich finde allgemein vom Zustand her, wir haben schon deutlich, deutlich schlechtere Wohnungen zurückgekriegt gehabt, aus dem Zwang oder aus dem Räumung raus. Also ich finde, dass das. Es könnte schlimmer sein. Es heißt nicht, dass es hier schön aussieht, aber wir haben schon deutlich Schlimmeres gesehen. Ne? Und wie gesagt, vor allem der Kühlschrank ist diesmal erspart worden. Ja. So, was haben wir hier noch nicht geklärt? Keller ist hier nicht ganz geklärt. Wir müssen mal gucken, wie die Aufteilung war. Das wissen wir nicht genau, der ist wahrscheinlich auch vermüllt. Dann haben wir hier schöne Tapetenaufkleber und so weiter. Das ist aber auch alles kein Thema. Eigentlich ist ja nichts an Substanz, was damit ist. Was haben wir noch hier? Achso, ja, Türblatt, wie es sich natürlich gehört. Ein gutes Türblatt muss natürlich beschädigt sein und mit Stickern voll sein. Achso, und oben waren natürlich irgendwelche Klebereste von irgendwas da drauf. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht verstehen, warum man Türen immer beschädigen muss, voll stickern muss. Ich weiß es nicht. Also, es sind ein paar Sachen im Leben, die werde ich wahrscheinlich niemals begreifen. Das gehört dazu. Und wo war das schon? Da ist das nächste Türblatt mit Sticker drauf. Ich weiß es nicht. Also mein Sohn sammelt auch diese FIFA-Aufkleber, aber wir kleben nicht auf die Türen. Ne? Ach so, ja, und ich gehe gerade in die Küche, auch wo wir schon bei Stickern sind und nicht verstehen. Aber Scheibe gehört natürlich auch, ne? Wie es sich gehört, ja. Ja, soweit der Rundgang hier. So als kleine Impression, das ist ja das Schlimmste, was einem eigentlich mal nicht so passieren kann, ist. Keine Mieteinnahmen, im Gegenteil noch Kosten, Gerichtskosten, Rechtsanwaltskosten, Gerichtsvollzieherkosten, also enorm viel an Ausgaben und dazu keine Einnahmen. Eine recht in Ordnung gehaltene Wohnung, also versteht mich nicht falsch, die ist natürlich nicht im Top-Zustand, aber wir haben schon mal deutlich schlimmere Zustände zurückgekriegt gehabt aus Räumungen, von daher hier noch ein bisschen Glück gehabt. Ich denke mal, wir werden die Wohnung in ein, zwei Tagen wieder frisch machen und auf den Markt bringen. Zustand ist ja ganz okay, die Lage ist gefragt. Wir sind hier in Innstadt nah, in Essen City.
Ich finde die Aufteilung ist recht gut. Mir gefällt das Schlafzimmer mit der Attika da oben. Es ist schöne Aussicht, schön hell. Ich denke, wir werden recht schnell vermietet. Ja, soweit einmal kurz der Bericht dazu. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr die Inspiration mal mitnimmt, wir hatten nur als Idee, was man machen könnte. Wir hatten, das waren die zwei Sachen mit der Heizung, den Druck runterregeln bei Dachgeschosswohnungen als Etagenwohnung. Oder wenn man halt Versorgungsleitungen explizit abstellen kann, einfach die Hähne davon abdrehen. Das hilft oft auch ganz viel, dass man dann eventuell jemanden dazu erreden kann, früher zu gehen, als er sonst wollte. Ja, ansonsten, wenn es jemand interessiert, im Bekanntenkreis gerne liken, teilen und ich freue mich auf Kommentare. Danke, bis dann. Tschüss.